Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Das Aktienmusterdepot, das gucken wir uns in den nächsten Minuten etwas genauer an. Mit Markus Hontrich vom Anlegermagazin, der Aktionär. 18% plus seit Jahresanfang, so schlecht ist das ja nicht. Das ist nicht so schlecht, nee, vor allem, weil der DAX, ich glaube, 4-5% momentan zugelegt hat. Das ist schon ganz okay. Wie haben Sie es gemacht? Gute Werte ausgesucht, würde ich sagen. Ja, okay, Cancom scheint ein guter Wert zu sein, obwohl wir es in den letzten Tagen noch ein bisschen verloren haben. Ich habe mal nachgeschaut, so etwa bei 19 waren Sie eingestiegen, haben also da einiges mitgemacht. Das scheint einer der Top-Werte hier im Depot zu sein. Aber da muss man schon Nerven haben, um sowas auszusetzen. Das ist richtig, ja. Wir hatten hier schon ein Hoch bei rund 40 Euro. Da war die Aktie auch zuletzt jetzt nochmal abgeprallt. Schaut jetzt ein bisschen, mögliches Doppeltop oder auch nicht, ist noch nicht entschieden. Wir haben hier kurzfristig hier noch einen Aufwärtstrend. Man sieht hier, ist schon etwas eine angespannte Situation. Zuletzt gab es auch erste Short-Versuche seitens Polygon Global Partners, also ein Hedgefonds, der eine größere Short-Position aufgebaut hat, so 105.000 Aktien, 0,7% von den ausstehenden Aktien. Solche Spekulationen sind jetzt nicht ungewöhnlich. Jetzt was gerade, was würden Sie jetzt machen, wenn Sie sagen, schwierige Situation, ich warte jetzt noch mal ab, worauf warten Sie? Ich meine, das Ding, haben wir gerade gesagt, ist schon relativ gut gelaufen. Das ist richtig. Wo würden Sie sagen, jetzt gehe ich raus, jetzt nehme ich meine Gewinne mit? Ja, wenn ich rausgehen würde, ich erst unterhalb dieser Marke, da läuft auch irgendwo dann die 200-Tage-Linie, also unterhalb von 29, 30 Euro, das wäre für mich dann, dann wäre auch dieses Doppeltop da quasi aus technischer Sicht abgeschlossen. Da würde ich komplett rausgehen dann. Nach oben ist hier ganz klar die 40-Euro-Marke maßgeblich. Ich persönlich glaube, dass die Aktie eher Richtung 45 steigt, als dass sie Richtung 30 fällt. Aufgrund der eigentlich guten Zahlen, die man zuletzt im ersten Quartal gemeldet hat. Das zweite Quartal dürfte ähnlich gut ausfallen. Im Cloud-Computing-Bereich ist man stark aktiv, in den USA vor allem jetzt momentan. Also ich denke mal, dass wir recht gute Nachrichten kriegen. Es ist auch, wird auch spekuliert, dass Cancom nochmal zukaufen wird. Also hier sind eigentlich eher gute Nachrichten zu erwarten. Und gerade wenn sich dieses Gebilde nach oben auflöst, glaube ich auch, dass es einen kleinen Short-Squeeze geben könnte, wenn die Leerverkäufer da ihre Positionen glattstellen müssten. Das heißt, zurück zur Verdopplung, 19, 38 und dann die 45 noch ganz gerne mitnehmen. So ist es. Schauen wir uns Apple an. Da habe ich heute in der Bild-Zeitung gelesen, die iWatch. Nicht nur sie kommt, sondern sie war schon abgebildet dort. Ja. Das heißt, die New York Times, die hat das schon mal so wieder mal ins Laufen gebracht und der Markt reagiert positiv und die Bild-Zeitung setzt noch eins drauf und bringt schon die ersten Fotos. Ist das jetzt wirklich das große Thema oder wird das einfach nur medial noch ein bisschen gehypt? Ja, es ist schon ein großes Thema für Apple. Also ich denke mal schon, dass sie kommen wird. Man hat ja jetzt von Richemont, glaube ich, einen Manager eingekauft, der im Uhrenbereich aktiv war, hat einige Design in diesem Bereich sich geholt. Also ich denke schon, dass es kommen wird. Ich denke auch, dass so Gesundheitsanwendungen eine große Rolle spielen werden, aber grundsätzlich... Also früher bin ich mit Pulsuhren rumgelaufen von Polar, so ein Brustgurt, und das war dann hier so ein Ziegelstein am Arm, da hat man nur, oh, jetzt bin ich ja bei 142 Puls und so. Und 200 Puls. Ja, nee, so weit nicht. Ich bin da eher so der Diesel im unteren Bereich. Aber sowas bringt dann Apple noch weiter nach vorne? Ja. Jetzt hier kursmäßig, da sind wir recht gut jetzt wieder unterwegs. Wir haben hier einen Jahreschart. Ja, wir sind kurz unter dem Allzeithoch eigentlich, also Nachsplit. Ja, die Nachsplit. Genau. Es wird, ich sage mal, es gibt ja eigentlich mehrere Szenario-Rechnungen, was denn umsatzmäßig da so drin wäre. Also es gibt einen Analysten, der hat jetzt mal überschlagen, was könnten rausspringen, wenn hier eine iWatch käme. 335 Millionen iPhones werden im laufenden Jahr verkauft, wenn man 10% annimmt, dass diese iPhone-Benutzer sich eine iWatch kaufen würden. Wenn wir bei 33,5 Millionen iWatchen für einen Preis von 250 Dollar, wenn wir bei 4,4 Milliarden Dollar, ist jetzt, geht so. Ja, also es ist vom Gesamtumsatz vielleicht 4%, aber grundsätzlich muss man ja sagen, dass da die Analysten ziemlich im Trüben fischen. Wir haben letztes Jahr war der Markt für Smartwatches irgendwo bei 70 Millionen Dollar. Jetzt im 2015,
2012 war bei 17 Millionen, 2013 bei 700 Millionen, 2014 erwartet man 2,5 Milliarden. Wenn da die Apple-Zahlen jetzt nochmal aufrechnen würde, das sieht man schon, dass die Analysten hier im Trüben fischen. Also das ist ein Markt, der sich entwickelt, der wird mit Sicherheit stark wachsen, das sieht man in der Vergangenheit. Aber wo wir dann entsprechend rauskommen, da ist doch sehr viel noch im Ungewissen. Und grundsätzlich wird es eine Apple mit Sicherheit beflügeln, weil halt einfach noch Apps auch dazu gekauft werden müssen, gekauft werden können. Also ich denke schon, dass da einfach durch die breitere Basis da man gewinnt vielleicht auch neue Nutzergruppen, man hier auf alle Fälle profitieren wird. Aktie auch? Die Aktie auch. Also ich gebe noch ein bisschen Restpotenzial. Wir werden mit Sicherheit das Allzeithoch sehen. Da bin ich mir eigentlich relativ sicher. Die Bewertung gibt es her. Die Stimmung für die Aktie momentan auch. Die Dow Jones Aufnahme steht dann noch im Raum. Da müssen einige indexorientierte Fonds dann wieder zugreifen. Also ich denke schon, dass wir hier früher oder später das Allzeithoch nochmal sehen werden. Wirecard, Internetzahlungsabwickler. Eigentlich ein Thema, was immer wieder gern genommen wird, scheint auch relativ unspektakulär vorwärts zu laufen, immer mal wieder. Jetzt aber droht die Hauptversammlung. Droht sie oder in Anführungszeichen, Vorstand Braun, wird er da in fröhliche Gesichter schauen oder eher kritische? Ja, also ich glaube, er hat sich nichts vorzuwerfen. Es wird 12 Cent Dividende geben. Ist jetzt kein bei 31, 32 Euro. Ist keine Riesenrendite, ist kein Dividendentitel, aber man erfüllt die Prognosen immer punktgenau. Das wird auch mit Sicherheit in den nächsten Quartalen der Fall sein. Wir hatten es zuletzt aus der Branche, ich sage mal, so gemischte Nachrichten. Zalando, wissen Sie ja, geht an die Börse oder will an die Börse. Es gab aber von der EU jetzt eine neue Regelung, dass man jetzt die Rücksendungen nicht mehr kostenlos machen muss aus Seiten der Anbieter. Schön formuliert, weil es heißt ja immer, muss jetzt als Kunde muss er dann auf jeden Fall bezahlen. Viele machen das aus Kulanz. Das ist jetzt tendenziell eher positiv für eine Wirecard beispielsweise, weil die auch so Risikomanagementsysteme anbieten. Also sprich, wenn jetzt Zalando schaut, Mensch, der Herr Groß, ist es immer ein Vielbesteller und ein Vielzurücksender? Ist er nicht. Aber ist er nicht, ja, keine Ahnung. Solche Sachen kann man dann im Vorfeld schon in Teilen abklären. Und ich denke mal, dass auch dann so Anbieter wie eine Wirecard davon auch nicht eher tendenziell profitieren werden. Und die Aktie ist zuletzt eigentlich relativ stark im Markt. Und ich glaube auch hier, dass wir hier das Allzeithoch wieder sehen werden. Anderes Thema, was Sie auch noch im Musterdepot haben, das ist QSC. QSC war eine Wette auf die Trendwende und eine Spekulation auf die Trendwende. Wenn man das so guckt, Trendwende jetzt, der zeigt jetzt abwärts. Ja. Und so weiter. Ist diese Spekulation, diese Wette noch aktiv? Jein. Also der Druck nach oben, der ist nicht vorhanden, würde ich mal sagen. Also wir haben jetzt seit dem Hoch bei 5,14 Euro was, glaube ich, fast 40% verloren. Eigentlich müsste es dann mal so in diese Richtung gehen, aber da fehlt momentan noch der Druck. Wahrscheinlich liegt es daran, dass noch keine Impulse da sind. Das erste Quartal war so gemischt. Und dann drehen wir es mal um. Woran liegt es, dass die Tendenz nach unten zeigt? Laufen die Geschäfte nicht? Ja, im ersten Quartal war es, wie gesagt, nicht ganz so optimal wie in den Quartalen zuvor. Man hat zwar die Prognosen, die man fürs laufende Jahr hat, aufrechterhalten. Grundsätzlich ist der Bereich Managed Services, in dem man aktiv ist, geht auch ein bisschen in die Richtung von der Cancom. Wir haben ja die Kursentwicklung gesehen. Aber das hat sich irgendwie im Markt noch nicht so durchgesetzt. Man ist da noch nicht ganz so weit. Ist zwar in Teilen ein scharfer Konkurrent von Cancom, aber das hat der Markt noch nicht so angenommen. Und hier fehlt es ganz einfach am nötigen Impuls. Vielleicht charttechnisch wären wir hier bei 3,70, 3,80, wo wir hier drüber müssten, damit wir hier ein neues Impuls nach oben kriegen. Das wäre dann so eine entscheidende Marke. Und nach unten glaube ich mal, dass man unterhalb von 3,10 Euro sich eigentlich oder 3 Euro sich wieder verabschieden muss, weil man dann doch Gefahr läuft, hier weiter im Abwärtsstrudel nach unten zu laufen. Nicht verabschiedet, sondern reingenommen. Relativ neu haben Sie Leoni, hat sich der Kollege Kaupert durchgesetzt, der da sehr, sehr positiv von der Aktie immer spricht und auch überzeugt scheint. Ja, der Kollege Kaupert, dessen Meinung schätze ich sehr. Leoni ist für mich ein sehr solider Wert. Wir haben sensationell gute Q1-Zahlen gesehen. Solide klingt wie der kleine Bruder von langweilig. Ne? Nee, langweilig kann man auf keinen Fall sagen. Also, ja, wir haben Entwicklung wirklich nicht. Ne? Eben. Wir haben
Gut, wir sind hier an der 60-Euro-Marke gescheitert erstmal, aber das sehe ich jetzt nicht als großes Übel an. Wir hatten ja das Rahmen, die Rahmendaten momentan sind jetzt nicht so toll am Gesamtmarkt, muss man ganz klar sagen, durch die Irak-Thematik momentan. Aber was die Aktie betrifft, das Q1, wie gesagt, sehr gut gewesen. Die Automobilkonjunktur in Europa läuft wieder sehr gut. Wir hatten 7,5% seit Jahresanfang Zuwächsen bei den Neuzulassungen. Das war ja auch gerade für eine Leoni, die jetzt stark bei PSA beispielsweise aktiv sind, eine schwierige Zeit. Ganz kurz noch Eckdaten. Da haben wir gesagt, diese 60, das sind wir jetzt abgeprallt. Wie sieht jetzt in einem halben Satz oder in zwei Worten die nächsten Schritte aus? Nach unten sollte man vielleicht die 53 oder 55 Euro Marke im Visier haben. Also 53 wäre eigentlich die wichtigere Marke. Nach oben, die 60-Euro-Marke muss herausgenommen werden. Und dann? Nachhaltig dann, glaube ich, geht es Richtung 75 Euro. 70, 75 als Ziel nach oben, unten hier. Achten Sie auf die 55. Danke sehr, Markus Hondrich vom Anlegermagazin der Aktien. Ich danke Ihnen fürs Zuschauen. Jetzt haben wir es nicht geschafft. DEC Asset können Sie aber im Heft dann entsprechend nachlesen oder online.